lebenden Tag. Ich wohne in der Innenstadt. Ja. Ich hoffe, dass es aber geht. Und dass jetzt nicht hier zu viel mich triggert. Ich wollte in die Uni gehen. Fällt aus, ne? Meine Lieblingsvorlesung fällt natürlich aus. Was? What else? Was sonst? Naja. Deswegen dachte ich mir, ich nutze die Zeit und drehe ein Video für euch. Ich hatte euch gefragt, was ihr so für Videowünsche habt. Und viele von euch haben geschrieben, einfach so random talks. Also Whispering. Und Vaping Sounds wurden auch öfter angefragt. Und deswegen dachte ich, wir mixen das gerade so ein bisschen. Aber die Vape ist, glaube ich, bald leer. Das heißt, wir rauchen die einfach bis die. Also, wenn jetzt nach, weiß ich nicht, einer Viertelstunde immer noch was drin ist, dann natürlich nicht. Aber sonst bis die leer ist. Und ich quatsche. Ihr seht, der Hintergrund ist auch ein bisschen anders, ein bisschen anderer Winkel. Oh, ihr seht das Bild. Das sieht eigentlich ganz cool aus in dem Winkel, oder? Weil frontal war gerade so viel Licht, dass man so richtig die Rollladenstreifen auf meiner Haut gesehen hat. Und das hat richtig genervt. Bin ich kurz ausgerastet. Jetzt geht's wieder. Sowas. Ein Lungenbrötchen. Ja, muss man nur einmal kurz nachdenken. Was ist das denn? Naja, auf jeden Fall gehe ich heute. Eigentlich hätte ich Uni gehabt, noch wie gesagt, bald aber aus. Das heißt, ich drehe jetzt dieses Video. Ich habe extra die Zeit genutzt. Ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, warum soll ich ein Video drehen? Ich rauche eben nicht mehr auf Lunge, Leute. Ich bin peinlich geworden. Spaß. Das ist
Ich mache so eine Instagram-Story, wenn sieht man Köln. Deren Problem.
Problem, ne? Deren Loss. Mein Bett ist auch wirklich unordentlich. Seht ihr diesen Baum? Seht ihr den Baum? Leute, ich habe mir einen Fake-Baum gekauft. Ich war so, ich möchte Nature in meinem Zimmer. Jetzt habe ich da eine Pflanze, da eine Pflanze, da eine Pflanze und da eine Pflanze. Und ich wollte unbedingt Pflanzen, die von der Decke hängen. Also diese in den Töpfen und die so raushängen. Aber meine Decken sind halt legit 5 Meter hoch. Also das ist nicht normal. Und ich glaube, wenn ich dann so einen Nagel reinhauen würde, wo man diese Pflanzen aufhängt, das würde nicht gehen. Auf jeden Fall auch nicht mit. Erstmal komme ich da gar nicht dran. Nicht mal irgendeine Leiter könnte mich da hochbringen. Und meine. Also, das geht nicht. Ich kann nicht einfach so ein Ding da reinhauen. Auf einmal ist das so. Irgendwie der Boden von der anderen Wohnung. Das ist ja Altbau ja alles. Ich weiß nicht. Es zerbröselt eh alles ein bisschen. Deswegen. Aber wenn das funktionieren würde, würde ich das direkt machen. Und dann würden hier 18 Pflanzen von der Decke hängen. Glaubt mir. Ich bin richtig in meinem Pflanzen. Pflanzen-Fan-Moment. Fan-Behavior. Pflanzen. Ich dann